Ich möchte Gruppensprecherin werden, weil ich Ideen habe und dass das mir gefällt und Spaß macht. Ich gut zuhören kann und mich gut erinnern kann und weil ja die anderen Kinder sich diese Sachen gewünscht haben. Ich will so wie Erwachsenen, die wir Erwachsenen sein, weil ich will auch mal groß sein. Die Gruppensprecher sind eigentlich nur die Weitersager, nicht die Bestimmer. Gruppensprecher müssen auch, wenn Kinder Quatsch machen, es verhindern, damit sie es wissen und dann könnte ich es einem Erwachsenen sagen, dass er Quatsch gemacht hat. Und ein Gruppensprecher muss sich ganz gut Sachen merken, muss gut zuhören, gut Sachen erzählen. Im Küchenbau bestimmen wir über Spielsachen. Und die Spielsachen sind für verschiedene Rollen. Mehr Tesa und Kleber soll es geben, weil die Kinder beschweren sich, dass wir so wenige haben im Atelier. Und in der Kinderwohnung, da soll es noch mehr Puppenanziehsachen geben. Dann haben die Kinder noch mehr Auswahl. Und im Bauraum, da kann es noch mehr Bauklotzsteine geben. Ich bin der Gruppensprecher Matteo. Wir haben hier im Kindergarten auch Gruppensprecherin. Und wir haben beim Anfang haben wir Punkte hinter die Blätter gemacht und der die meisten Punkte hatte, wurde zum richtigen Gruppensprecher gewählt. Und einer ist der Vertreter, wenn einer krank ist. Und die Gruppensprecher, also die Kinder wollten auch mal was mitbestimmen. Und dann haben wir einen Kinderbeirat Beirat gemacht. Das ist jedes, also irgendein Tag um 12 Uhr mittags. Und dann haben wir auch noch, und bei dem Mittags, da besprechen wir, was wir wollen. Und wir haben jetzt bei Sportgeräte erwählt und wir wollten ein paar Sachen kaufen, aber die nicht so viel Geld kosten und die nicht so viel Geld kosten, die haben wir auch jetzt mal gekauft, die hängen jetzt bei uns unten im Flur, die Blätter, und die Kinder haben die Sachen ausgesucht. Und wir bestellen das, aber wir machen das auf. Wir bestellen das irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Einmal haben wir es im Büro besprochen und ganz viel mal in der Lernwerkstatt. Beim Kinderbeirat, wir bestimmen nicht nur über Spielsachen, wir bestimmen auch, was wir bei Festen machen und bei Ausflügen. Und ich habe heute beim Morgenkreis gefragt,
können wir mal mit den Fahrrädern, wenn es einen langen Ausflug gibt, die Fahrräder mitnehmen. Wir wollten auch bestimmen, dass wir uns nicht mehr an- und abmelden und dass wir das ist nervig, wenn wir welche beim Morgenkreis stören und dann, was wir draußen anziehen und das war's. Wir erzählen das hinterher auch in Gruppen. Ich erzähle, was wir im Kinderbeirat machen oder was wir kaufen oder was wir beschlossen haben. Ich sage euch noch eins, ich finde es cool im Kinderbeirat und die anderen bestimmt auch.